Das Flaggschiff 60 Jahre Karawansalon und da darf natürlich Concorde nicht fehlen. Und hier steht es, eines der größten Reisemobile, die Concorde baut. Und das Ganze natürlich mit Pkw-Garage, mit allen Extras, die es irgendwie gibt. Auch für den etwas erweiterten Geldbeutel, muss man auch sagen, ist vielleicht nicht so ganz so günstig, wie man sich das Ganze vorstellt. Aber man sieht es hier, man hat einen riesengroßen Slideout mit dabei. Und das Ganze natürlich auf Basis Actros, nehme ich an. Er nickt, ja. Richtig, ja. Werde ich auch gleich mal vorstellen neben mir. Der Vertriebsleiter ist nämlich mit. Und ihr habt ihn eingehüllt in ja, eine ganz besondere Technik. Das ist hier so ein Vorhang, der von oben nach unten geht. Ist das eine Neuheit? Es ist nicht wirklich eine Neuheit. Das Auto haben wir schon etwas länger im Programm. Aber es ist definitiv unser Flaggschiff. Und das wollen wir immer ganz besonders auf dem Messestand herausstellen. Und deswegen auch dieser transluzente Vorhang, um einfach Lust darauf zu machen, um die Ecke zu schnuppern und was wirklich für ein Auto dahinter steckt. Ja, stell ich mal vor. Ja, ich erstmal hallo zusammen. Hallo. Ich bin Markus Freitag, Vertriebs- und Marketingleiter bei Concorde. Ja, tolles Auto. Wo liegen wir ungefähr da? Um die 700.000 Euro liegen wir jetzt hier. 700, ja, das ist für spezielle Ansprüche, sage ich jetzt mal. Also ich war ja jetzt mal in Italien auf einem Stellplatz, Borghetto, muss ich sagen. Der ist natürlich besonders geeignet dafür. Der hat riesige Flächen, wo du damit hinfahren kannst. Und hier sieht man das ganz schön. Da ist jetzt ein Pkw im Heck drin. Und damit kann ich denn quasi von meinem Standort, wo ich gerade bin, die Touren dann organisieren, oder? Genau, das kann ich damit. Ich mache die Klappe hinten auf und fahre meinen Pkw wieder raus und bin mobil. Kann also auch meine Landjacht einfach mal dann auf so einem schönen Platz wie Borghetto stehen lassen. Ja, das war am Anfang. Und Leute genießen. Ja, du warst auch schon da, Borghetto? Borghetto war ich auch schon mal, ja. Was Tolles, das ganze Hobby, so nenne ich es jetzt mal, hat mehr und mehr an Fahrt aufgenommen. Ich denke auch, dass der Markt sich erweitert, was an Fahrzeugen angeht, so um die 12 Meter. Das führt natürlich zu einer etwas besseren Akzeptanz, weil bisher hat man die Fahrzeuge relativ selten gesehen. Man sieht sie immer noch selten auf der Autobahn, oder? Das heißt, man muss schon Glück haben, mal so ein 12 Meter Fahrzeug zu sehen, oder? Das ist richtig, aber es werden mehr, die in dieser Größenordnung unterwegs sind. Und hier sind wir auch noch nicht ganz bei 12 Meter. Der ist nur 11,60 Meter. Also da haben wir noch 40 Zentimeter Luft nach hinten. So, dass es nur das zweitgrößte Auto von unseren Flaggschiffen selber ist. So, der ist noch nicht ganz fertig. Die Außenspiegel fehlen. Doch, der ist fertig. Im digitalen Zeitalter des 21. Jahrhunderts haben wir die ersetzt durch Kameras. Die Mirrorcams sind ja ganz stark im Lkw- und Busbereich im Kommen und wir haben uns mit dieser Technik auch weiter auseinandergesetzt und sind den Weg gegangen, das genau bei uns mit zu installieren. Haben aber nicht ein fertiges System letztendlich, wie es im Actros standardmäßig eingebaut wird, verwendet, sondern sind auf ein System von Mekra gegangen, das einfach den Vorteil bietet, dass ich darüber zusätzliche Kameras für den Bordstein auf der rechten Seite bekomme. Oder aber die zweite Kamera, die jetzt hier über dem Birdview noch steht, ist die sogenannte Bugspiegelkamera, mit der ich dann wirklich direkt auf die Front runter das Bild auf den Monitor bringe. Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Also ich habe ja viele Spiegel, an die ich mich gewöhnt habe. Hier fehlt kein Spiegel, oder? Nein, es fehlt keiner. Und ich habe sie alle perfekt drin. Hast du einen Schlüssel dafür, dass wir den mal sehen können, das System mal, wie das funktioniert? Das System? Ja, Schlüssel kann ich holen. Okay, das können wir machen. Wenn wir so lieb ist, den Schlüssel mal kurz hoch. Ist er jetzt drin im Fahrzeug oder ist er woanders? Nee, der ist woanders. Ich muss genau. Du gehst mal holen. Ich filme mal gerade von außen ein bisschen. Ja. Denn wenn man den von der Seite sieht, ja, ist er der Hammer. Riesengroß, wie man ihn sieht. Ein Centurion von Concorde. Und er ist in Wirklichkeit noch größer, denn mein Weitwinkel verzerrt das Ganze natürlich ein bisschen. Er wirkt jetzt noch ein bisschen kleiner, als er eigentlich ist. Es wird besonders sichtbar, wenn ich noch ein bisschen weiter weggehe. Dann sieht man das Fahrzeug nämlich mal komplett mit dem Pkw hinten dran. Und wenn man das Fahrzeug natürlich so ein bisschen von hinten mal filmt, dann sieht man auch mal, wie das Ganze aufgebaut ist. Denn hier geht tatsächlich die Heckmaske geht nach oben auf. Das ist ja auch was Besonderes. Das Fahrzeug wird übrigens dann eingezogen über ein Stahlseil. In dem Fall ein Abarth Fiat 500. Und so sieht das Ganze denn drinnen aus mit Mastervolt-Technik und dem Einzug. Da wäre sogar noch hier drunter noch ein bisschen Platz. Cool. An der Seite echt Glas.
Und so sieht es dann von der anderen Seite aus in Bezug auf Slide-Out. Und das konnten wir auch nicht so richtig sehen hier durch. Mit Positionslicht. Da ist er. Und ja, heute filmen wir am Donnerstag, den 26. August, der Tag vor der Messeeröffnung. Wir sind etwas früher hierher gekommen, denn dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, haben ganz viele Fahrzeuge schon gefilmt, unter anderem den Cruiser. Aber jetzt sind wir bei der etwas größeren Klasse. Hast du ihn gefunden? Ich habe ihn, jawohl. Ihr habt fast einen Rekord. 17 Fahrzeuge. Hattet ihr jemals mehr? Auf der Messe im Caravan-Salon? Nein, nicht mehr. Also seit Jahren sind wir mit 17 Fahrzeugen hier auf der Ausstellung. Wir kriegen leider nicht mehr Fläche zur Verfügung gestellt, sonst würden wir sicherlich das eine oder andere Auto noch mehr mitbringen. Ist das, ja. Also spricht einiges dafür. Zielgruppen, die hier natürlich... Oh, den Mann kenne ich, euer Werksleiter. Genau. Max ist auch neu dabei, relativ, Seit gut einem Jahr dabei. Hat aber auch im Grunde das Hobby zum Beruf gemacht. Ist Reisemobilist, fährt Concorde, also auch bevor er bei uns angefangen hat schon, und ist mit Begeisterung dabei. Was interessant ist, ist hier so eine Art Spoiler an der Seite. Hat er irgendeine Funktion, außer dass er gut aussieht? Der Metallspoiler? Der Metallspoiler hat keine weitere Funktion. Das ist eigentlich ein visualisiertes C, was für Concorde steht. Ah! Ja. Gut, dass ich jetzt weiß, ja. Das ist aber, viele werden das dann sehen, werden sagen, das siehst du doch, ist doch ein C, ja, was da ist. Ja. So, wenn du jetzt hier mal guckst, ich habe hinten mal kurz reingehalten ins Heck. Ja. Besonders ist, dass hier die Maske hinten nach oben aufgeht, habe ich auch noch nie gesehen. Sehr platzsparend, oder? Das ist unser sogenanntes Lift-Up-System, sehr platzsparend, ist auch wichtig bei den großen Fahrzeugen. Denn oft sind die Plätze wirklich begrenzt, an denen ich dann stehe. Und wenn die Klappe, wenn ich das Auto auf dem Stellplatz habe, einen Pkw hole ich meistens vorher raus, fahre mit dem Auto auf dem Stellplatz, wie im Borghetto. Wenn ich dann dort stehe, kann ich trotzdem noch öffnen und kann den Raum hinten nutzen, was so häufig eben nicht mehr der Fall ist. Deswegen so wichtig, dass die Klappe nach oben aufgeht. Habt ihr auch die Möglichkeit, einen Schlitten zu haben? Weil das, die Frage kommt ab und zu mal. Der hier wird jetzt, glaube ich, per Stahlseil reingezogen, oder? Es ist per Seilwinde, genau, ist kein Stahl, es ist ein Nylonseil, das wir hier verwenden. Nylon? Ja. Okay. Cool. Ja? Leichter, oder? Das hat mit dem Gewicht weniger was zu tun, sondern einfach mit der Zugstärke, die wir dann letztendlich haben. Was ich heute alles lerne mit dir, das ist richtig cool. Ja, ja, das habe ich noch nie gesehen, dass es nach oben hochgeht. Habt ihr das länger schon, oder? Das haben wir auch schon länger, das machen wir auch schon seit 3 Jahren. Sind erst mit der elektrischen Variante angefangen und mittlerweile ist das ausgereift hydraulisch, weil das einfach die widerstandsfähigste Technik ist, die man dort einsetzen kann. Funktioniert immer. Genau. Ja, dann hier vorne schön, hier habt ihr diese Softklappen im Einsatz, die mittlerweile überall verfügbar sind, oder? Nein, das sind nicht die Sensor-Touch, die sind schon noch ein Ticken anders. Anders? Man drückt drauf. Einen Druckschalter und dann höre ich sie und kann sie anschließen. Ach so, eine kleine Klappe. Das ist eine kleine Klappe. Aber die brauche ich ja auch, damit ich komfortabel letztendlich das Rad verspannen kann, wenn ich das Auto drin habe. So, sieht man das Seil, was drin ist. Und dann jetzt nochmal zu deiner Frage vorher mit dem Schlitten. Ja. Nein, machen wir nicht. Das hat aber auch einen ganz bestimmten Grund. Wir legen sehr viel Wert auf die Ladungssicherung bei den Fahrzeugen, dass sie möglichst optimal und sehr ruhig im Fahrzeug hinterher stehen, um nicht unnötig sich aufzuschaukeln und damit auch die Fahrstabilität gegebenenfalls zu beeinflussen. Und das funktioniert im Grunde auch nur so, wenn ich das Auto richtig reinziehe auf einen vorderen Punkt und dazu sind die Keile dann da, hereinziehe, um es dann in die Federn reinzudrücken und danach abzuspannen. Das mache ich so bei meinem Roller. Dann spanne ich sie mal in die Federn rein, ja, dann ist es sicher drin. Ja. Interessant. Das sollte man bei einem Auto genauso machen. Und ich kann ihn nicht so gut abspannen hinterher, wenn ich ihn auf dem Schlitten reinziehe. Das ist klar. Das lernt man übrigens bei der Führerscheinprüfung CE. Da ist, glaube ich, das Thema Ladungssicherung ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Ja. Das ist richtig. Da ist auch einiges zu beachten. Wenn man hier so ein Fahrzeug hat, vor Fahrtantritt, was ist zu prüfen? Ich frage dich mal ab. Ja, das ist wunderbar. Der Führerschein ist schon ein paar Tage her. Natürlich ist die Beleuchtung zu überprüfen. Komm, ist gut. Ich lasse dich in Ruhe. So passt. Mir werden schon noch ein paar Dinge wieder eingefallen. So ist das nicht. Ist aber so, dass die Fahrzeuge viele Extras haben. Ihr habt wahrscheinlich eine Reifendruckkontrolle jetzt CM-mäßig mit Anzeige. Was zum Beispiel wichtig ist, wenn es da mal zum Druckverlust kommt, das Fahrzeug warnt automatisch. Ihr habt, wie ich hier sehe, ganz, ganz viele kleine Helferlein noch drin, oder? Ja, der hat den Abbiegeassistenten letztendlich mit drin als Totwinkel und darüber auch erfasst, wenn im toten Winkel hier etwas am Fahrzeug noch steht, wenn ich rechts abbiegen möchte, um einfach eine Kollision zu verhindern. Ich
frage mal so frech, das Schild stimmt heute am Donnerstag, was hier steht? Das Schild stimmt, ja. Stimmt, komm, dann sagen wir das mal gerade. Centurion 1160 GSI, klingt ja wie früher im Römischen Reich. Centurion, wer kam auf die Namen, weißt du das noch? Wer auf den Namen Centurion gekommen ist? Das ist vor meiner Zeit schon entstanden, diese Baureihe, und den Namen habe ich einfach mit übernommen. Ich kann es also nicht genau sagen. War schon dabei, im genau. Paket. So, du bist ja Vertriebsleiter und Marketingchef, so ja. Kann man sagen. Ja. Das Marketing für solche Fahrzeuge bedeutet Hochglanzprospekte, müsst ihr machen, anpassen. Ihr habt wie viele Grundrisse? Also Grundrisse im Actros-Bereich sind es, jetzt muss ich gerade mal ganz kurz durchrechnen, irgendwo zwischen 8 und 10 verschiedene. Allein im Actros-Bereich. Allein ja. Im Actros-Bereich. Artego, Daily, was alles gibt, oder? In Summe kommen wir sicherlich auf irgendwo zwischen 50, 60 verschiedene Grundrisse. Das heißt für dich, du hast immer gut zu tun, oder? Jedes Jahr wieder. Und es ist jedes Jahr wieder spannend, weil wir irgendeine Kleinigkeit ändern. Und das heißt ja bei unseren Konstrukteuren, auch es ist ja nur eine Kleinigkeit, aber für mich ist es ein Riesenaufwand, das im Katalog wieder richtig darzustellen. Schönes Detail, er hat zwei Thule nebeneinander. Genau. Zwei Omnistor-Markisen. Eine wird ja nicht lang. Das geht ja gar nicht. So eine Breite gibt es gar nicht. Eine wäre definitiv zu kurz. Hätte ja auch den Nachteil, dass ich mich dafür entscheiden müsste, im hinteren Teil die Markise auszufahren oder im vorderen. Die maximale Länge, die Thule liefert, ist halt 6 Meter in der Markise. Bei einem gut 11,5 Meter Fahrzeug wird schnell klar, dass man damit mehr Länge arbeiten kann. Und so sind wir an dem Auto jetzt 2 4,5 Meter Markisen dran. Klär mich mal auf, normalerweise muss man die ja festhalten, dass sie nicht abbrechen. Wie macht man das dann bei der Höhe? Holt man dann Leiter oder wie geht das? Die kann man bedenkenlos standardmäßig rausfahren, bis man wieder drankommt. Der Neigungswinkel ist ja eingestellt. Achso, der ist steiler. Die kommt ja steiler runter dann anschließend. Ich kann sie aufnehmen und sie dann ganz rausfahren und mit den Füßen abschütteln. Ja, das klappt, das funktioniert. Ja. Weil ich habe jetzt gesehen, bei großen Fahrzeugen, viele verwenden da so praktisch Haushaltsmarkisen mit Windsensoren und so weiter. Bei den amerikanischen Fahrzeugen, die verbaut werden, bei deutschen sieht man fast nur Thule im Einsatz. Funktionieren Thule? Man sollte trotzdem achten, oder? Ich glaube, so ein Windstoß hat schon so manche Markise zerstört. Oder habt ihr da ein System? Also egal welcher Hersteller, jede Markise bei Sturm, da sollte man schon sehr gut drauf achten und sie entsprechend sichern und abspannen. Coole Antwort. Das ist, ja. Ich habe schon eine verloren. So ist das. So, das hier ist ein vollintegrierter. Habt ihr gut gemacht. Das mit den Spiegeln ist gewöhnungsbedürftig, aber ist ja Trend, Zeichen der Zeit. Viele sehen der Spiegel als männlich. Man braucht es nicht unbedingt. Man braucht es nicht zwingend. Die Kameras haben weitere Vorteile, gerade in der Nacht, dass ich ein deutlich besseres Bild dann hinterher bekomme von dem Fahrzeug her. Und wir glauben, dass auch da ein Stück weit die Zukunft mit drin liegt. So, komm, wir gehen mal kurz hier rein. Das darf man normalerweise nicht, aber trotzdem, wir müssen ja mal zeigen. Wir kriegen das hin. Guck mal hier ins Slide-Out. Das sind nur wenige Zentimeter, aber das macht im Innenraum prozentual richtig was her, oder? Das macht richtig viel Platz und das wird man auch gleich sehen, wenn man reinkommt. Und dadurch hatten wir auch die Möglichkeit, die Couch in diesem Fahrzeug für das Wohnbereich ganz anders zu installieren. So, wo ich hin wollte, sind die Klappen hier, denn da kann man noch ein bisschen was sehen. Der hat wahrscheinlich viel Technik unterm oder im Doppelboden drin. So, hier kann man aber erstmal keine Technik, weil auch Stauraum ist wichtig. Nur bei den großen Autos ist wirklich verdammt viel Technik letztendlich drin. Im Mittelteil des Doppelbodens selbstverständlich dann die Tanks. Mittelteil des Doppelbodens, ja, das ist die mittlere Variante. Die rechte und linke Seite sind die Stau- oder Technikräume dann hinterher. Achso, der hat noch einen unteren Doppelboden, oder? Also einen unteren Doppelboden hat er nicht mehr. Okay, danke. Ich habe schon. Wie krass. Und hier geht es letztendlich dann auch mit der Technik schon wieder los. Aber schön ist, du musst dich gar nicht bücken. Nein, ich komme da ganz gut dran. Das ist normalerweise bei den Dailies oder so, da geht es ja runter. Tiefer, genau. Schön. Was ist Alpha Tronics? Was kann das? Das ist jetzt eine verdammt gute Frage, was hier drin ist. Ich schau mal hin. Das ist ein Konverter, Wandler 2412-600. Ah, das könnte ein 24 Volt auf 12 Volt Wandler sein für irgendwelche 12 Volt Geräte. Ja, könnte sein. Das könnte sein, das wird sogar auch so sein. Das ist letztendlich dann ein Wechselrichter, der zwischengesetzt ist für die reinen 12-Volt-Geräte, weil wir auch im Aufbau mit 24-Volt-Technik arbeiten. Das ist so. Also das heißt, LKW 24 Volt, Master Volt ist auch hier im Einsatz, wie bei allen euren Fahrzeugen. Genau. Gerade hier bei den großen Fahrzeugen sind es ja auch schon mal mehr wie 4 Batterien. Ihr verkauft das schon mal mit so 6 oder 8 Lithium? Das verkaufen wir auch, also ganz wie der Kunde das wünscht. Ja, der CAN-Bus, hier sieht man es, wird hier natürlich nicht nur verwendet für irgendwelche Steuerungen des Motors, sondern geht durchs ganze Fahrzeug durch, oder? Der geht komplett durchs gesamte Fahrzeug durch. Also die gesamte Aufbauelektrik ist CAN-Bus gesteuert. Stark. Ja, wenn ich hier tanke, was hat der für ein Tankvolumen?
Tankvolumen bei dem Fahrzeug sind 300 Liter. Ich mag das immer, weil du bist ja hier, du weißt ja quasi alles, aber ich rufe das ja quasi chaotisch ab bei dir und deswegen schaust du manchmal so ganz verwundert. Ich bin auch mal mit deinen Fragen, ich muss dann schon mal ganz kurz nachdenken, so ist das nicht. So, hier spielt das Gewicht ja nicht so die große Rolle, das heißt hier konventioneller Aufbau oder ist es auch Carbon hier? Nein, das ist konventioneller Sandwich-Aufbau, Aluminium-Sandwich, den wir hier verwenden, wie wir das Fahrzeug da mit bestücken. Und ist das auch mit diesen aufblasbaren Sachen oder sind das hier so Scheibenbecher-Gummis? Nein, das sind pneumatische Dichtungen letztendlich. Die Luft ist jetzt gerade rausgelassen, damit er rausgefahren werden kann. Sie pumpt sich dann wieder auf, wenn er im Außenbereich steht, beziehungsweise wenn ich ihn reinfahre, Luft wieder raus und dichtet dann komplett ab. Das muss auch so sein, damit er wirklich wasserdicht bleibt. So, die Leute von Alde waren gerade da. Wie viele Alde sind hier verbaut? Vier? Nein, in diesem Auto ist auch nur eine Alde verbaut und dazu eine zusätzliche große Webasto. Okay, also als wir fahren hier auch in Kombination aus einer Gas- und aus einer Dieselheizung. Habe ich ganz oft auch bei den kleineren Fahrzeugen bei euch gesehen, habe ich jetzt auch im Einsatz. Ja. Prima Sache, kann man dann mal anmachen, bis der Dieseltank leer ist. Aber man hat, glaube ich, noch eine Reserve, man kommt nochmal vom Platz runter, oder? Definitiv. So, komm, wir gehen einmal hier rum, hier war ich noch nicht. Dass wir das mal sehen. Also 11,60 Meter Länge. Du sagst, das ist eine reine Übungssache. Das heißt also, ob man jetzt 9,60 Meter fährt oder 11 Meter, mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Man kann sich an alles gewöhnen, so ist das nicht. Also wer regelmäßig über 10 Meter Länge fährt, der wird irgendwann das nicht mehr als nicht handelbar empfinden. Meine persönliche Meinung aber trotzdem auch mal dazu. Ich glaube, Reisemobile bis 10 Meter Länge sind wirklich die Autos, mit denen man überall hinkommen kann und gut überall hinkommen kann. Und mit diesen Autos muss man schon noch ein bisschen besser planen, wenn man eine Urlaubstour fährt, um dann wirklich auch keine bösen Überraschungen zu erleben an irgendeinem Standort, den man gerne anfahren möchte. Ja, ihr habt ja einen Partner hier mit am Stand, der hat sich spezialisiert, große Stellplätze auszuweisen, die zu beschreiben und so weiter. Der heißt wie? Landjachting. Landjachting, ja. Also passt für euch. Man kann fast sagen, ihr wart einer der ersten Partner von Landjachting. Wir waren der erste, genau genommen. Ja. Wir haben das vor Jahren, ist der Herr Käse an uns herangetreten mit diesem Projekt, was wir sofort gut und spannend gefunden haben und direkt auch gesagt haben, wir steigen damit ein in die ganze Geschichte. So, die Aufbautür sehr breit, das hat den Vorteil, dass wenn man Sachen einlädt, zum Beispiel nicht quer durch die Tür gehen muss. Genau, und dass ich auch mal eine Klappbox wunderbar einfach durchtragen kann. Das ist hier sehr komfortabel. Ja, das Fliegengitter ist natürlich hydraulisch zu öffnen und zu schließen, nehme ich an. Nein, das ist ganz konventionell. Von Hand. Von Hand. Sehr schön. Aber es läuft auch sehr gut. Okay, das heißt auch in der Fahrzeuggröße. Ja, komm, wir gehen mal rein. Ich gehe mal vor. Normalerweise ist hier eine Treppe. Wir sind im Messebetrieb heute am Donnerstag. Ist die Messe noch geschlossen? Denn wir haben Aufbautag und... Aber hallo, das ist ja wohl der Hammer, was der Slide-Auto... Also A haben wir natürlich 2,50 Meter Breite. Ja. Ganz klar. Das heißt, dann nochmal 50 cm raus und dadurch kriege ich ein extremes Raumgefühl rein. Naja, nicht nur ein Raumgefühl, sondern ich habe schon das Gefühl... Ich bin hier in einer echt großen Eigentumswohnung und das ist natürlich, wenn du dauerhaft campst, mal unterwegs bist, bis mal ein halbes Jahr unterwegs oder so oder auch nur mal ein Wochenende, weil ich sag mal, als Unternehmer kannst du ja schlecht planen, dann steht das Ding vor der Tür, du fährst mal schnell raus mit deinem Sohn. Cool, oder? Ja, es hat Charme, letztendlich. Aber wie gesagt, einen Ticken besser planen muss man das Ganze, weil mit 11,5 Meter Länge sind die Stellplätze etwas gesuchter. Es werden zwar mehr, aber auch da muss man genau wissen, wo man hin will. So, du hast mal kurz einen Arbeitsbereich rausgefahren. Genau. Elektrisch. Elektrisch. Ist ja klar. Die Küche ein bisschen vergrößern, um einfach dann mehr Fläche da auch nochmal reinzukriegen. Denn aus unserem Gesichtspunkt heraus sollte ein Slide-Out so installiert sein in dem Fahrzeug, dass er auf der einen Seite, wenn er nicht rausgefahren ist, das Auto trotzdem nicht beeinträchtigt in der Nutzung und dass, wenn er rausgefahren wird, einen echten Mehrwert bringt. Und der Mehrwert kann nicht nur einfach mehr Platz sein, sondern er sollte sich dann auch in zusätzlichen Elementen widerspiegeln, die ich dann habe, die einfach dann eine deutlich komfortablere Nutzung des Fahrzeuges ermöglichen. Wie zum Beispiel dann hier diesen großen L-Schenkel an der Küche. So, ich zeig's mal. Der L-Schenkel, der schafft viel mehr Arbeitsplatz. Das heißt, hier könnte ich Sachen abstellen, hier kann ich dann Sachen bearbeiten. Die Höhe eigentlich der Küche, ist das bestimmbar durch den Eigner? Kann er sagen, ich will sie ein bisschen höher haben? Geht das theoretisch? Am Ende des Tages ist alles möglich. Also das wäre auch eine Sache, die technisch relativ leicht umsetzbar ist. Ja, wenn es einer sagt, ich bin jetzt sehr groß, also die wäre mir jetzt ein bisschen zu tief, aber das passt gut. Ist das so? Also mir wäre sie nicht zu tief. Nicht zu tief. Wenn du dich mal gerade dran stellst, sei mal so lieb, vielleicht habe ich einen Knick in der Optik, passt.
Also immer noch 1,95. Ja. Und für mich vom Gefühl her ist das wirklich gut. Ich muss mich nicht großartig drücken, um an dieser Küche zu arbeiten. Ich muss da mal irgendwas ein bisschen kritisieren. Ja. Ist doch auch in Ordnung, aber das Entscheidende ist doch, nicht nur ich muss hier gut dran stehen können, sondern auch, wenn meine Lebenspartnerin vielleicht ein Ticken kleiner ist als ich, was ja häufig normal ist, sollte auch sie gut zurechtkommen mit diesen Hüllen. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht, ja. Dass es ja auch Leute gibt, die ein bisschen kleiner sind. Daran erinnere. Ja, das Schöne ist, das sieht man in Amerika ganz, ganz oft. Ja. Wenn du jetzt so große Reisemobile hast, die haben ja viele Slide-Outs. Andere Technik, muss man sagen, andere, ich sag mal, Eigenschaften. Aber so eine Couch, die ganz viele Funktionen hat, die ja, da ist es das Sofa und es hat viele Funktionen. Ja. Man kann es sogar noch mit einer rausklappbaren Beinauflage bestellen, aber das hier kann schon einiges, oder? Genau, aber die Beinauflage zusätzlich ist immer abhängig vom Grundriss. Und hier haben wir jetzt eine Variante mit einer Face-to-Face-Sitzgruppe mit einem Mitteltisch. Und da würde die Beinauflage kollidieren mit dem Tisch. Das ist der Grund, warum sie hier nicht drin ist. Ich habe aber dennoch die Möglichkeit, auch diesen Sitz hier mit einem Stellmotor nach vorne zu fahren, um einfach in eine etwas entspanntere, gemütlichere Sitzposition zu kommen. Und ich habe mir auch individuell einstellen kann. Ich habe mir auch sagen lassen, ihr habt solche kleinen Schemel, so Würfel, die kann man mit dazu kaufen oder bestellen. Da kann man dann die Beine drauflegen, oder? Haben wir, ja. Habt ihr. Ich glaube, daran wird es nicht scheitern. Das Interessante ist, ihr habt ja ein Bussystem drin. Das heißt, also jede Taste ist frei belegbar. Ihr könnt theoretisch das Rausfahren der Sattanlage hier auf diese Taste legen. Nee, das war Spaß, aber es geht viel, oder? Nein, aber was sehr komfortabel ist, hier haben wir jetzt auch die Steuerung für den Fernseher, der gerade rausgefahren ist. Aber ich fahre jetzt mal wieder rein. Das kann ich also auch von dem Platz aus machen und habe nicht mehr einen Standardschalter drin. Ich kann frei wählen, welche Schalter ich hier reinsetzen möchte, welche Lichtsteuerung wo dann letztendlich laufen soll. Ja, interessant ist, ich setze mich mal ganz kurz auf den Beifahrersitz, dass wir mal den Raum sehen. Das ist übrigens das Cockpit, das ist Actros-like. M-Books darf natürlich auch nicht fehlen, aber das hier ein spezielles System nochmal angepasst mit Touch-Sensoren. Ist das jetzt der neueste Actros, den es gibt? Das ist der neueste Actros, den es gibt. Den gibt es, ja. Und du hast den Schlüssel nämlich extra geholt, wenn du mal gerade zu mir kommst und den mal reinsteckst, denn diese Rückfahrkameras, da hast du gesagt, das ist so ziemlich das Beste, was der Markt im Moment bietet, oder? Ah, die Hubstürzen fahren runter. Ja, ich habe die Zündung angemacht, deswegen ging die Hubstürzen. Siehst du, das geht nämlich im Messebetrieb normal nicht. Normalerweise geht das nicht. Aber dennoch kann man jetzt sehr gut schon erkennen. Also ich gehe mal gerade nach rechts, da sieht man es ein bisschen besser. Die wir haben. Ja. Ich sehe die offene Tür noch, so sollte ich natürlich nicht losfahren, was ganz klar ist. Sehe aber auf der anderen Seite sehr gut und habe da einen geteilten Monitor jetzt im Moment. Ja. Das habe ich ja bei beiden, einen in die Ferne rein und einen in den Totwinkel schon hier rein, wo ich dann auch sehr gut die Abstände anschließend erkennen kann, wie weit sich das von meinem Fahrzeug noch entfernt hat oder bewegt oder wie dicht es bei mir dran ist. Also die Leute, die das haben, berichten, dass also gerade in Dämmerungssituationen oder in der Nacht die Systeme überlegen sind gegenüber normalen Spiegeln. Ist so, weil eine viel bessere Lichtausbeute da ist von der Kamera und das Bild halt 100% projiziert wird. Und ich habe einen weiteren Vorteil, sie verschmutzen nicht so stark wie ein Spiegel dann hinterher. Die Linsen sind geschützt und von daher ist auch eine Verunreinigung deutlich geringer. So, du hast ja einen C-Führerschein, das heißt, du kennst dich aus. Hier ist alles digital, sogar vorne das Cockpit, die Anzeigen sind jetzt auch digital. Genau. Da ist nichts mehr analog. Genau, das ist komplett digitalisiert worden, das Fahrzeug von Mercedes. Viele Teile auch aus der S-Klasse von Mercedes abgeleitet und übernommen worden. Also da nutzen die Lkw-Bauer dort auch die Regale aus dem Pkw-Bereich. Jetzt hast du hier ganz wichtig die Rückfahrkamera nochmal gesondert. Auf einem riesen Display, das ist wie Papier von der Qualität. Das ist ja der Hammer. Das heißt also, es wird immer besser. Jetzt ist die Klappe offen, jetzt sieht man leider nicht viel. Genau. Aber, genau. Es ist aber die Bildqualität, man kann es schon an den Rändern erkennen, die ist schon wirklich klasse. Übrigens ist das nicht die Rückfahrkamera, sondern das ist die Bugspiegelkamera. Die Bugspiegel. Ich schaue gerade im Moment, und das ist nicht die Klappe, die zu ist, sondern du siehst hier das Auto stehen, was da vorne ist. Ja. Und ach, das vorne? Genau. Und du siehst unmittelbar gerade runter zum Fahrzeug. Für mich mit einer der wichtigsten Kameras, die du brauchst in einem LKW.
Das da vorne ist der schwarze Teppich, den wir sehen, gell? Genau. Das ist der schwarze Teppich und da vorne ist das Fahrzeug, das ist die Bugspiegel. Und hier ist das Podest, das ja gerade im vorderen Teil anfängt dazu. Beziehungsweise der Fernseher, den du aus dem Fenster da raus siehst. Heißt, wenn du jetzt irgendeinen Findling triffst, dann war es deine Schuld und nicht, es gibt genug Spiegel und so weiter. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist wirklich, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und fährst an eine Haltelinie von einer vorfahrtsberechtigten Straße ran, Dann kannst du wirklich bis an die Linie ranfahren, auch sehr sicher. Und du weißt, okay, da steht mein Auto jetzt und ich bin nicht schon in die Straße hineingefahren. Das ist einfach zur Orientierung wahnsinnig wichtig. Normalerweise hat ein LKW dort einen Spiegel im vorderen Teil der Windschutzscheibe, wo viele sich vielleicht schon mal gefragt haben, warum hat er den da oder wofür braucht er den? Aber das ist letztendlich zum Handeln des Fahrzeuges schon sehr gut und wichtig. Ja, was ganz toll ist, ist auch die Luftfederung hier natürlich nicht nachgerüstet, sondern der steht auf Luft komplett, oder? Korrekt. Direkt von Mercedes? Direkt von Mercedes, ja. Kann ich hier, das Fahrhaus kann ich aber nicht abkippen. Wie läuft das mit dem Service? Die Frage habe ich ganz oft, kann man das abkippen? Ja, geht das? Nein, kann man nicht. Das ist ja ein voll integriertes Fahrzeug. Auf dem Service stehen wir gerade quasi. Oder du sitzt so halt mit drauf. Das ist der? Die Klappe, die jetzt, der Revisionsklappe, die hier im Boden drin ist, ist genau die Zugänglichkeit für den Motor dann zulässt. Das langt, also für den? Ja, das langt nicht nur, ist sogar von Mercedes abgenommen und zertifiziert. So, was bedeutet das? Also, das ist aber nicht wie der Chirurg, der irgendwie durch eine ganz kleine Öffnung irgendwas machen muss, sondern da kommen die mit klar. Die Abmessung ist ziemlich exakt die normalerweise auch brauchen. So, 11,60 Meter, das ist noch nicht das größte Fahrzeug, was ihr habt, aber eins der großen, oder? Das ist schon eins der großen, richtig. Jetzt machen wir mal die Zündung wieder aus. Der muss nicht weiter brennen hier. Das ist okay. So, dass wir das mal sehen. Also. Ja. Dann habe ich Face-to-Face. Ich hasse ja den Begriff, aber er hat sich so eingebürgert mittlerweile. Bedeutet, ich kann gegenüberliegend einfach sitzen wie zu Hause, habe richtig viel Platz durch den Slide-Out. Der ist komplett benutzbar, du hast es eben schon gesagt, auch im eingefahrenen Zustand. Richtig, genau. Und das ist letztendlich unsere Philosophie, die wir auch haben, dass auch wenn man mal nur schnell auf einer Raststätte stehen bleiben möchte oder auf dem Parkplatz stehen bleiben möchte, um einen Kaffee zu trinken, eine halbe Stunde, wird man nicht unbedingt den Slide-Out rausfahren, sondern möchte das Auto im Grunde dann auch so nutzen. Und das kann man mit diesem Fahrzeug hier. Ja, Klimatechnik auch hier bei so einem großen Fahrzeug sind zwei Klimaanlagen, muss, aber die Integration der Klimaanlagen, da habt ihr euch richtig Mühe gegeben. Das ist hier alles in einem doppelten Dachboden drin. Das sieht schon richtig gut aus. Gut, er kostet auch ein bisschen was. Ja. Das ist richtig, aber wir haben es im Grunde komplett durchdacht, die ganze Geschichte. Und was uns dabei wichtig war, wirklich auch das Thema der Kühlleistung zu optimieren. Dadurch haben wir bestimmte Leitkanäle geschaffen für die Luft und an verschiedenen Stellen lassen wir sie ausströmen. Achso, das geht nicht nur an einer Stelle raus? Das geht nicht nur an einer Stelle, deswegen auch die unterschiedlichen Gitter, die hier drin sind, damit die Luft an mehreren Stellen rausfallen kann dann hinterher. Was man schön hier sieht, ist, dass auch der kleine, ich sag mal, der Credo oder was auch immer ihr baut, ja, das sieht genauso aus, sind die gleichen Materialien innen. Also das, ich sag mal, ist von der Qualität der ganz großen mit dem kleinen vergleichbar, was Möbelbau angeht? Ja. Das ist definitiv so. Also auch für den Credo verwenden wir die gleichen Materialien, die in diesem Fahrzeug hier auch stecken. Wir wollen bei der Größe eines Fahrzeugs qualitativ keine Unterschiede machen. So, und hier sieht man auch, was man hier am Platz gewinnt. Ist natürlich interessant gelöst. Das läuft hier auf Rollen oder wie funktioniert das? Der Slide-Out läuft auf einer Rolle und wird geführt. Das sieht man ja auch über das Leitblech, das ist. Aber nicht nur das. Wir haben zusätzlich, der ist sehr gut versteckt, einen Portalrahmen in diesem Fahrzeug drin, der also komplett durch die Kabine durchgeht. Hier kann ich ihn so leicht noch erahnen. Da sitzt er. Ich habe da vorne was gesehen. Darf ich dir das mal zeigen? Der vielleicht dann Statik und Festigkeit letztendlich bildet für den Slide-Out, damit er wirklich gleichmäßig rein und rausfahren kann. Ich glaube, da vorne ist noch so ein kleines Metallteil. Ist es das? Guck mal hier. Ja, genau. Das gehört dazu. Das heißt, da ist richtig Stahl dahinter, der liegt nicht nur so ein bisschen raus, sondern das ist... Und der liegt da nicht nur raus und dieser Rahmen geht komplett einmal durch die gesamte Kabine durch und ist am Chassis komplett verschraubt. Und das bringt die Festigkeit, wirklich einen Slide-Out vernünftig rein und raus zu fahren. Und wir sind uns davon überzeugt, dass Slide-Out, die in dieser Technik gebaut werden, auch wirklich jahrzehntelang halten können. Das ist ja wichtig, dass er nicht irgendwann mal undicht wird. Oder ich habe es gesehen, in Amerika ganz oft sind da irgendwelche Jalousien drüber, damit es nicht reinregnet. Oder die machen da gerne Markise drüber und sagen, okay, das ist mein Regenschutz. Und ansonsten, wenn die mal kaputt ist, dann läuft das ja trotzdem rein. Wird aber argumentiert, dass da Blätter nicht gut reinfallen. Also wie würde man denn hier Blätter auf dem Slide-Out liegend wegmachen?
Also Blätter nicht weiter kritisch, weil die streift es ab. Wir haben eine Abschreibdichtung ja ebenfalls nochmal davor sitzen, sogar dass da gar nicht großartig etwas passieren kann. Im Winter, wenn richtig Schnee drauf liegt, dann sollte man frühzeitig die Leiter rausholen. Nee, die Slide-Out-Heizung einschalten erst einmal. Ach so, gibt es das leider auch? Ja, wir haben eine Heizung oben drauf installiert, damit ich dann zumindest dann den Schnee antauen kann, der oft ja auch vereist ist, und ihn dann hinterher runterschieben kann. Ja, wenn ich mal kurz da hinsetze, bitte, sei mal so nett, dass man mal sieht, du bist ja ein großer Mann. Nee, ich meine die andere Seite. Die andere Seite. Sorry, tut mir leid. Na klar. Ich schicke dich hier als Vertriebsleiter von links nach rechts. Aber das ist natürlich so, wenn man hier sitzt und du hast hier die gute Stube, einmal auf der linken und auf der rechten Seite. Es gibt also keine Seite, die weniger oder mehr Platz hat, sondern du kannst hier richtig drin leben. Da gibt es verschiedene Anwendungen. Also es gibt die Leute, die wirklich lange drin leben. Es gibt auch Leute, die das einfach sich einfach aus Spaß an der Freude ein bisschen gönnen, weil sie ein paar Tage rausfahren. Oder ist es Rennsport auch bei euch? Nein, Rennsport eigentlich definitiv nicht. Aber ich sehe das im Grunde wie auch einen guten Sportwagen. Da gibt es die Menschen, die ihn regelmäßig nutzen und auf die Straße bringen. Und andere wiederum, die sagen, den habe ich mir gekauft, damit ich ihn in die Garage stellen kann. Und wir sehen so ein Auto in erster Linie aber nicht als ein Fahrzeug, das man irgendwo in die Ecke oder in eine Halle stellt, sondern das man wirklich nutzen sollte, weil das Auto ist zum Nutzen gebaut worden. Was Tolles ist dieses Zeitlose beim Vollintegrierten. Du siehst also nicht von außen, was ist das jetzt für ein Baujahr. Das ist eigentlich auch ein toller Werterhalt. Man sieht sie ganz selten, muss man sagen, immobile.de oder so, dass einer mal rausgeht. Also die Fahrzeuge bleiben oft bei den Erstbesitzern oder wie läuft das? Ja, also Kunden, die sich so ein Fahrzeug bestellen, die setzen sich sehr lange mit dem Thema auseinander, wie dieses Fahrzeug sein soll. Sie lassen es sehr spezifisch auf ihre Wünsche dann auch wirklich bauen und entsprechend lange wird das Fahrzeug dann auch genutzt. Das heißt, es wird individuell gebaut. Gibt es da den Grundriss schlechthin, wenn ich mich damit gar nicht abgeben will, mit praktisch individuellen Sachen? Ich sage einfach nur, was ich will und eure Leute machen da mal einen Vorschlag? Ja, es ist durchaus so, es gibt bestimmte Dinge, die vorgegeben sind. Also durch die Bauart des Chassis können wir zum Beispiel einen PKW nur im Heck einziehen, weil ich den Motor immer vorne habe. Anders wird es nicht funktionieren und in der Mitte werde ich ihn auch nicht dazwischen kriegen. Dazu müsste ich ein anderes Fahrgestelltyp dann hinterher nehmen. Das wäre mal vorgegeben. Ansonsten bei vielen anderen Sachen, die wir jetzt sehen vom Grundriss, sind es im Grunde Vorschläge und Ideen, die unser Designer hat, wo wir uns aber gerne auch mit unseren Kunden gemeinschaftlich hinsetzen und mit über deren Vorstellungen diskutieren und versuchen dann möglichst auch ihr Bild des Fahrzeuges zu realisieren. So, ganz, ganz oft kommt ja, ich habe einen Hund, ich brauche einen dedizierten Platz für den Hund. Ist das schon mal, dass jemand sagt, ich habe einen großen Hund, der muss irgendwo unterkommen, der soll aber auch nach innen irgendwie reinkommen. Habt ihr das jemals gehabt? Also selbstständig nach innen reinkommen? Nee, selbstständig nicht, aber durch ein Gitter oder so? Nee, so haben wir das noch nicht gehabt. Aber ich glaube, auch das lässt sich relativ leicht realisieren. Man müsste dann einfach mal schauen, wie man im Heckgaragenbereich dann ein Gitter oder eine Klappe installieren würde. Ja, schönes, bitte zeige mal das Hubbett, denn ihr habt hier ein Hubbett gewählt, was zwar klar ein bisschen Platz vorne wegnimmt, aber gar nicht so schlimm ist vom Platz her. Wenn du mir das mal kurz zeigst, bitte, sei mal so lieb. Na klar. Ist das viel Aufwand, das umzuklappen? Ja, wir müssen schon, so kannst du es ja nicht runterfahren. Ich kann es andersweise runterfahren, aber wenn wir es wirklich komplett runterfahren wollen, müssen wir die Rückenlehnen erst einmal abklappen, logischerweise. So wie du das von deinem Auto wahrscheinlich auch kennst. Ja, du genau. Das ist schon gleich. Aber das geht ruckzuck, oder? Das geht relativ zügig. Dass wir die und das Hubbett natürlich elektrisch, nehme ich an. Das Hubbett elektrisch. Stark. Ja, ich wollte es dir mal zeigen, weil das sind ja etwas andere Dimensionen als im Daily. Ja. Trotzdem. Das habe ich lange nicht gemacht. Ah, da ist die Technik. So, wahrscheinlich alles busgesteuert. Ja. Was da ist. Wohnen, Bad, Schlafen, Stauraum. Ich lese mal mit bei dir. Ja. Ist das genial? Das heißt, ihr habt alles auch visualisiert hier. Das Mastervolt, oder? Das ist das Mastervolt, ja. Okay. Siehst du einfach, wie der Zustand ist, von wo etwas kommt oder nicht kommt. Was stark ist beim Mastervolt, das kann das ja, das Bussystem. Und ja. Wir setzen ja hier Solarplatten, das ist übrigens ganz interessant, gerade zu sehen, Solarplatten mit MLP-Technik ein. Okay. Was heißt das? Die sind besonders leistungsfähig. Mhm. Und Die nehmen im Grunde jede UV-Strahlung relativ schnell und zügig wahr. Das heißt, wir laden gerade hier in der Halle. Zwar nur mit 0,4, aber du lädst selbst über die Solaranlage. Das siehst du ja von der Symbolik her gerade. Stark. Im Charging-Bereich. Aber Haupt ist natürlich Landstrom, der gerade die Erhaltungsladung hier reinbringt. Das ist natürlich genial. Das heißt, ihr habt das Bussystem am Mastervolt mitgenutzt, um das zu steuern. So, Dieselheizung, TV-Wohnen, TV-Schlafen.
Ich lese mal so ein bisschen mit. Da ist das Hubbett. Das habe ich gesucht. Genial. Einweisung, wie lange dauert das bei so einem Fahrzeug? Muss er Tag mitbringen? Nee, ein Tag reicht eigentlich nicht. Also wir empfehlen unseren Kunden eigentlich immer, wir sollten mal mindestens 2 Tage planen. Am ersten Tag ist es häufig so, nach 3 bis 4 Stunden schafft es auch nicht jeder mehr, aufmerksam alles aufzunehmen. Dann sollte man sich erstmal mit dem Gezeigten ein Stück weit auseinandersetzen und es selber mal ausprobieren. Die Nacht bei uns auf dem Stellplatz stehen dann hinterher und am zweiten Tag werden die Fragen dann erst einmal beantwortet, die daraus entstanden sind, und wir gehen dann weiter in den zweiten Teil der Einweisung letztendlich. Ja, da ist das Hubbett, und es gab einen Grund, warum du es nicht gefunden hast, denn ihr habt euch was ganz Besonderes überlegt. Ja. Letztendlich, und daran siehst du, ich weiß nicht alles und man muss auch nicht alles wissen, sondern man muss nur die richtigen Personen kennen, die es dann unter Umständen weiß. Ja, das ist nämlich was ganz... Die habe ich mir jetzt gerade dazu geholt. Ja, das ist nämlich extra nicht beleuchtet, damit das als Kindersicherung fungiert, oder? Korrekt, das ist eine Art Kindersicherung als Schutzmechanismus, dass die Kinder nicht unvorausgesehen dran geht. So, und jetzt bitte einmal runterfahren. Dass wir das mal sehen. Das heißt, auch hier festhalten, es fährt nicht von alleine, oder? Genau. Festhalten, wenn man loslässt, hört es sofort auf, aber man fährt komplett runter bis in der Endstellung. Stark. Ja, da wären wir in 100 Jahren nicht drauf gekommen, oder? Nee, definitiv nicht. Das ist so. Aber es ist auf jeden Fall nicht nur Kindersicherung, es ist auch Erwachsenensicherung. Wenn man nicht weiß, wo es ist, kriegt man es nicht runter. Toll. Ja, vielen Dank erstmal. Only for Insiders. Sehr schön. Ja, spätestens nach seiner eigenen Fahrzeugeinweisung weiß man das dann. Ja, vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft, wenn ich die Plätze dafür habe, um es hinzustellen. Ist ja nicht nur der Stellplatz, wo man es haben muss, man sollte ja vielleicht auch eine Halle haben, weil bei so einem schönen Fahrzeug, das ist mal ja so, im Winter lässt man das nicht einfach so stehen, oder? Also ich würde das nicht tun. Also für mich gibt es keine andere Variante, als dass so ein Auto dann über Winter auch in der Halle steht. Vielen, vielen Dank erstmal an den Kollegen. Gerne. Dankeschön. Ja, es gibt ja, das Schöne ist ja, man muss immer nur einen kennen, der weiß, wie es geht. Genau. Ja, das ist so. Das wäre Teil der Einweisung. Dann sieht man hier sehr schön, was ist das für ein Herd? Ist das nur als Gas? Das ist ein Gasherd auch. Okay. Das ist ein Gas-Zerankochfeld, das wir hier jetzt drin haben. Tolle Lösung. Zwei Flammen, genau. So sieht man das Ganze hier. Ich sehe dauernd Ozonus hier drin, ja. Also das ist, glaube ich, eine nette Kollegin, die das irgendwie macht. Und in jedem Fahrzeug habt ihr das drin. Seid ihr davon überzeugt? Wir sind davon überzeugt. Wir haben die bei uns auch im Werk stehen, in allen Konferenzräumen. Und nachweislich reinigen die Luft von Viren und Bakterien. Und das ist uns wichtig gewesen, auch hier im Rahmen des Hygienekonzepts auf der Messe, dass wir in unseren Fahrzeugen auch in der Lage sind, die Luft sehr sauber zu halten. Genau, ist, glaube ich, auch der Geruch, der wird auch entsprechend neutralisiert. Das ist das Zweite. Gut, jetzt wird hier nicht gekocht werden. Zusätzlicher Vorteil, der gerade auch in einem Reisemobil sehr interessant ist, so finden wir, wenn ich also eine Geruchsneutralisierung nach dem Essen, das ich zubereitet habe, im Fahrzeug vornehmen kann, Hund oder ähnliches, das ist schon eine tolle Hilfe und tolle Ergänzung dazu. So, wenn du den bitte nochmal reinfährst, denn du hast ihn eben rausgefahren. Ich habe überall geguckt, was du gerade machst, ja, aber bin nicht drauf gekommen, dass das jetzt gerade der Tresen ist unten, der jetzt rausfährt. Da kann man übrigens auch ein Geheimfach quasi haben, denn das wäre, gut, jetzt ist es ja nicht mehr geheim, jetzt haben wir es ja gesendet, aber da drin, das würde dann quasi mit... Aber du hast ja noch nicht gezeigt, wo die Schalter dafür sind, und das ist doch nee, gut. Zeige ich nicht. Dann kann ihn nicht jeder rein und rausfahren. Ist es ein Kundenfahrzeug hier oder habt ihr das mal für die Messe gebaut? Nein, das ist ein Auto, das wir für uns mal gebaut haben, wo auch bestimmte Dinge noch drin sind von technischen Teilen, die wir gerade testen. Ist das noch zu haben? Wenn das jemand sieht? Wenn wir irgendwann durch sind und das Auto nicht mehr benötigen, dann werden wir es verkaufen. Dann werdet ihr euch schon melden. Das ist so. Wir werden uns von dem dann auch offiziell trennen. Das ist so. Ja. Sehr schön. Ja, das ist Gas. Das heißt auch hier, ist das der Gastower hier unten? Also AES? Genau, das ist ein AES-Kühlschrank, also ein Absorber, der hier jetzt drin steht mit dem Gasbackofen. Denn die Kombination gibt es nur mit dem AES-Kühlschrank. Die gibt es nicht mit dem Kompressor-Kühlschrank. Das eben den Kollegen, mit dem ich gefilmt habe, der Werkleiter, nochmal gezeigt, ihr habt auf der rechten Seite ganz viel Schwarz verwendet und auf der linken Seite habt ihr ganz viel Holz verwendet. Dadurch wird, oder ich sag mal, hier eine durchgehende Holzoptik, die da ist, dadurch wird das Auge ganz schön getäuscht. Schafft unglaublich viel Raum. Der, oder? Es ist letztendlich der Spiel mit Formen und Farben ist ja das Entscheidende, was ein Design dann ausmacht. Im ersten und im zweiten natürlich auch eine Wohlfühlatmosphäre schafft. Oft kann man ja gar nicht sagen, wo es wirklich so ganz genau herkommt, aber es sind definitiv die Kombinationen der Farben, die dazu führen, dass dieses Auto so harmonisch wirkt. So, bitte einmal öffnen, denn hier ist keine Spülmaschine drin, die habe ich schon entdeckt. Die ist auf der anderen Seite, aber
Hier habe ich dann ganz viel Teile, Schubladen. Genau. So sind noch. Das sind noch Sachen, die wir rausgenommen haben für den Messeeinsatz jetzt, ja, dass wir ein paar Dinge zeigen können. Okay, dann habe ich hier eine ganz große Besteckschublade, viel größer als meine, zu Recht. Mhm. Denn hier können bis zu 4 Leute locker mitfahren und auch wirklich drin wohnen, weil ich habe ja 2 Bereiche. Das ist bei meinem schon eingeschränkt. Also wenn du kein Slide-Out hast mit mehreren Leuten, es regnet und hast noch 3 Hunde, ja, dann wird es eng. Ja. Das ist so. Aber hier in dem Auto habe ich ja wirklich Platz ohne Ende. Und hier finden auch Hunde sicherlich ihr Wohlfühlplätzchen, egal ob das zwischen Fahrer und Beifahrersitz ist, in der, wenn die Sitzgruppe aufgebaut ist oder auch hier im Hintergrund. Achso, das lässt sich vorne trotzdem noch öffnen, gell? Das lässt sich trotzdem öffnen, selbstverständlich. Das ist ja noch ein... Auch da habe ich nochmal einen Auszug drin. Ein Auszug drin. Sag mal, die Kaffeemaschine, kommt die jetzt irgendwie Hubschrauber runter oder... Oder ist die irgendwo anders versteckt? Nein, die Kaffeemaschine kommt nicht als Hubschrauber runter. Die beiden Bretter, die du gerade gesehen hast, die werden hier zusätzlich reingeklemmt und damit kriege ich die Auflage für die Kaffeemaschine. Okay, das heißt also, es wird leicht umgebaut, man könnte sie aber auch einfach hier stehen lassen. Theoretisch, ja. Also der Actros ist ja so sanft, glaube ich, mit der Luftfederung allen drum und dran, die würde nur nicht mal wackeln während der Fahrt. Sie wackelt nicht großartig, aber auch da würden wir eine Ladungssicherung empfehlen und das haben wir auch schon für 2-3 Kunden so installiert. Gut, das heißt, das sind so irgendwelche Winkel oder so, die macht man dann fest, dann steht sie sicher oder was auch immer. Ja, ein Winkel in schick. In schick. Habe ich mal gesehen, ja. Die haben bei Mercedes-Benz, haben die wirklich aus dem Vollen, aus Aluminium eine Handyhalterung gefräst. Mhm. Bei einem Edeltuner. Das war ziemlich cool, ein Riesenblock. Und da war die Handyhalterung fertig, eben schick. Klarstein, ja, ziemlich cool. Auch die bitte mal öffnen, sagen wir so nett. Gucken, was da reingeht. Die ist jetzt ein bisschen größer. Oh, obwohl, ist ungefähr genauso groß. Aber eine Spülmaschine in dem Reisemobil darf nicht fehlen. Nein, und es passen 6 handelsübliche Gedecke rein. Dann wäre die Maschine voll oder optimal ausgestattet dann und kann zum Spülen genutzt werden. Das Schöne bei der Klarstein ist, der Wasserverbrauch ist relativ gering. Ich komme mit 6 Liter ungefähr zurecht und habe ein Top-Waschergebnis. Auch da bitte bei euch melden, wenn einer sagt, ich will jetzt eine Haushaltsspülmaschine, muss man sich das angucken, oder? Machen wir. Also da haben wir schon alles installiert und der Schrank ist auch so vorgefertigt schon, dass wir hier unterschiedliche Elemente reinsetzen können. Auch eine Waschmaschine, ist hier eine drin in dem Fall? Ist jetzt nicht drin in diesem Fahrzeug, geht ohne weiteres, ja. Oben hast du wahrscheinlich Apotheker, was ist das? Apothekerauszüge. Die sind ganz schön tief. Ja. Endlich mal, wo du die Süßigkeiten mal stehend reinmachen kannst, ja, die Chipspackungen und alles oder Hundefutter oder was weiß ich. Daneben das Gleiche, oder? Das Gleiche nochmal, ja. Ach, genial. Und natürlich auch so, dass du während du kochst dann natürlich prima rankommst. Ich habe noch eine kleine Sache gefunden. Was ist das hier oben? Auch nochmal Stauraum. Stauraum. Wenn, dann sollte man seine Ecken hier ausnutzen, die man hat. Ah, guck mal da. Da ist der Schornstein wahrscheinlich genau, vom... Genau, das ist der Kamin vom Backofen. So, und dann hier unten noch ein kleines. Ich liebe das so, die Ecken, weil hier kann ich mir vorstellen, wenn du hier so ein Fahrzeug planst, baut das ja wahrscheinlich nicht mit dem Modell, sondern wahrscheinlich am Rechner, CAD und so weiter. Wir machen das komplett am Rechner, CAD, genau. So, und dann hat man natürlich so Herausforderungen, das muss ja auch noch gut aussehen, muss irgendeinen Zweck ja noch erfüllen, wenn das leider draußen ist. Aber das ist bei uns auch eine interessante Entwicklungskonstruktion. Starten werden wir immer ganz oldschool mit Zeichnungen. Das macht also unser Hausdesigner, der Peter Arnold. Und der ist aber gleichzeitig auch der Mensch, der sich dann mit unseren Konstrukteuren gemeinschaftlich an den Rechner setzt und dann in die Konstruktionsumsetzung seiner Gedanken geht. Und daraus kommen dann diese Ergebnisse. Jetzt noch eine Frage, habt ihr auch einen Werksverkauf eigentlich oder geht das nur bei Händler? Wir haben selbstverständlich einen Werksverkauf, aber wir gestalten unseren Werksverkauf auch so, dass wir nicht direkt an die Endkunden dann auch fakturieren, sondern jeden Vertrag, der bei uns abgeschlossen wird, der wird im Grunde dem Händler zugeordnet, der nächstgelegen zum Kunden ist. Und die treten wir auch ganz normal ab und der Händler ist dann gleichzeitig der ausliefernde Partner. Das ist doch schön für den Händler, oder? Okay. Das heißt, ihr könnt das machen? Das nehmen die schon ganz gerne an. Das ist so, wenn das kommt. Hier sieht man das Bett übrigens, das ist gedreht. Das habe ich gesehen auf der Zeichnung vom Grundriss. Genau. So direkt sieht man es nicht, aber es hat wahrscheinlich irgendeinen Zweck. Ja, durch die leichte Schrägstellung werden wir sehr breit in der Doppelbettvariante. Wir sind bei 1,80 Meter, die das Bett dann hinterher hat, an der maximalen Breite. Und wir schaffen es im Grunde durch die Schrägstellung, diese Breite zu erzielen. Wir haben also eine höhere Funktionalität. Es ist komplett umgehbar dafür, dass ich auf beide Seiten gleich gut auch drankomme. Und was man ja im ersten Moment nicht sieht, wir haben noch eine perfekte Mediawand geschaffen, die wir auch schräg gestellt haben, um dann wirklich wieder das Gefühl zu bekommen, wenn ich dann mal im Bett drin bin, dass alles wieder gerade wird.
Stimmt, das ist eine optische Täuschung quasi, genau. Die dann läuft. Boah, ihr seid ja echt Helden. Das ist so, auf die Idee erstmal zu kommen, das querzustellen. Aber die Leute fragen schon danach, warum ist denn das jetzt quer? Aber ja. das sieht man erstmal nicht. Man würde es sehen, wenn es längs wäre. Dann wäre der Platz kleiner, oder? Es ist letztendlich so, beziehungsweise schlechter zugänglich. Also wir haben genau durch das, was wir hier getan haben, haben wir eine bessere Zugänglichkeit geschaffen. Ist hier ein Kleiderschrank? Was ist hier drin? Das ist ein Tierstaubschrank, genau. Weil du brauchst ja schon einige Kleiderschränke in so einem Fahrzeug. Aber du hast auch sehr viel Stauraum im hinteren Teil am Kopfende des Bettes nochmal. Ja, zeig mal bitte. Weil das hier ist, ich kann mir vorstellen, wenn jemand hier so unterwegs ist, trotz Waschmaschine, nimmt ja schon ein bisschen was mit. Ach, da ist ein richtiger Kleiderschrank, mit ausziehbarer Schiene. Ein bisschen tiefer nach unten reingeht, dann nutzen wir die Räume aus, die unterhalb der Garage dann nochmal sitzen, die wir so nicht im Garagenbereich nutzen können und haben halt entsprechend viel und gut zugänglichen Stauraum hier mit drin. Habt ihr hier einen Fahrradschlitten eigentlich drin? Einen Fahrradschlitten haben wir hier nicht drin, nein. Wird es gehen? Ja. Geht. Na klar. Also Fahrradschlitten wäre kein Problem. Und das gleiche wahrscheinlich auf der rechten Seite, ist nochmal der gleiche Kleiderschrank. Genau. Warte, ich komme mal etwas besser ran. Mach das mal gerade. Sollt ihr mal sehen. Opa. Boah. Ja gut, du brauchst ja auch Kleiderschränke. Das geht ja nicht anders. Wenn du viel unterwegs sein willst, dann brauchst du den Platz. Das ist so. Und das Ganze hier ist ein Schwerlastauszug dran. Dann kannst du den ausziehen. Kommt dir dann so entgegen. Und das Ganze noch weiter. Das ist ja genial. Ja. Das heißt, der kommt dir komplett entgegen, dass du es auch ordentlich beladen kannst. Genau. So, ich lasse das mal ganz kurz offen. Dann widmen wir uns mal ganz kurz diesem Schrank hier drunter. Was kann der? Das, was fast jeder Schrank kann. Fernbedienungen, egal was. Sachen aufnehmen. So, das Betthubfall darf da rein. Zum Beispiel. Aber es kommt ja noch besser. So, jetzt, wenn du mal kurz drin bleibst, ich zeig mal gerade was. Die Stehhöhe hier ist natürlich eingeschränkt. Wir mussten schon uns ein bisschen bücken. Ja. Aber man schläft ja auch meistens hier drin, genau. Oder? Ja. Und letztendlich, die Kopffreiheit ist so gut, dass ich mich auch bequem hinsetzen kann auf das Bett. Was ich total klasse finde, ist, dass die Schränke hinten ganz gerade sind. Das heißt, du kannst dich hinsetzen, kannst ein Buch lesen, ganz aufrecht. Ja. Und selbst bei deiner Größe sollte das gehen, oder? Das geht. Das funktioniert sehr gut. So, eine Tür hast du hier. Auch die ist rund. Auch die ist rund. Also, ob ihr sonst nichts zu tun habt, runde Türen zu fertigen. Ich glaube, der Aufwand ist geübt bei euch. Ja, das haben wir unsere Möbelbauer mittlerweile drin. Ja, auch Spaltmaße. Die Leute gucken ja ganz genau, passt das alles? Das soll ja auch die nächsten 10 Jahre passen. Ja, das ist uns schon sehr wichtig, was die Qualität betrifft. Bei Spaltmaß muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Ja. Weil auch wenn wir sehr stabile und massive Autos bauen, ist es dennoch so, dass sie sich immer mal wieder ein bisschen verwinden. Und zwangsläufig durch das Fahren und Holz, das gleichzeitig auch immer ein bisschen arbeitet, habe ich natürlich dann auch Toleranzen, die daraus entstehen. Ich habe einen Händler, der sagt immer, das ist ein Einfamilienhaus im ständigen Erdbebengebiet, ja, was man hier hat und trotzdem läuft es. Ja. Rosa Schrank, was ist da drin? Das ist nochmal der Hauptkleiderschrank. Mit der obligatorischen Leiter? Ja, die sogenannte Notausstiegsleiter. Ah, okay. Die ich ja auch brauche unter Umständen. Es kommt immer darauf an, was ich mache und wie ich es gerade mache. Und es gibt zum Beispiel Fähren, wo ich mit dem Fahrzeug im Grunde sehr enge Flächen habe, wo ich reinfahre. Dann kann ich die Tür nicht aufmachen. Nee, die Tür kriege ich schon noch auf, so gerade eben, aber ich kann die Treppe nicht mehr ausfahren. Ach stimmt, da muss ich irgendwie rauskommen. Das ist ganz schön hoch. Warte mal, ich guck mal gerade raus, jetzt wo du es erwähnst. Also aus meinem kann ich ja noch rausspringen, ja. Aber hier wird es eng. Ja, du siehst ja schon an den 5 Stufen, die wir da haben. Du bist ein Typ. Ihr habt ja eine Sache entwickelt und müsst natürlich daran denken, dass ihr eine Nottreppe habt. Ja. Man muss ja irgendwie rauskommen aus dem Auto. Ja, ja klar. Und ich fahre oft Sardinien mit der Fähre und da ist das genau der Fall so. Ja. Ich achte dann schon immer darauf, dass ich, wenn ich mit dem Integrierten unterwegs bin, meine Aufbautür zum Innenteil des Schiffes habe, dass ich, wenn ich drauf fahre, dann auch halbwegs vernünftig rausspringen kann noch aus dem Auto. Stehe ich aber dann zur Außenwand der Fähre, da kann das so eng werden, dass ich nicht mehr rauskomme. Das habe ich auch schon gehabt. Sag mal, du hast eben schon erwähnt, bis 10 Meter macht dir Spaß. Also habe ich ja. So ein bisschen rausgehört. Du bist schon mal gefahren mit 1160? Ich bin schon gefahren, ja. Mit 12 auch? 12 Meter habe ich beruflich bewegt, aber nicht wirklich viel gefahren. Ja, also du fühlst dich wohl. Der Unterschied ist nicht groß. Ja. So, jetzt siehst du hier die Dometic. Die hat eine Sogfunktion. Festtanktoilette, richtig? Das ist Festtanktoilette, ja. Genau, so muss das ja sein. Das Wasservolumen hier, ist es größer wie bei anderen? Es ist größer, ja. Was hat das? 1000?
500. 500 Liter. Wir können aber auch noch mehr machen. Mhm. Nur dann geht die Durchlademöglichkeit im vorderen Bereich des Bodens verloren. Boah, ihr habt das aber krachen lassen. Grohe Armaturen, die natürlich hier auch wieder Haushaltsstandard. Hat ja jeder auch zu Hause, jeder hat ja Grohe zu Hause. Ist das eine Standarddusche oder das ist schon hier aus dem Wohnmobilbereich, oder? Die Anpassung meine ich. Nein, die Anpassung ist für uns spezifisch gemacht und es ist definitiv keine Wohnmobildusche mehr in dem Sinne, sondern es ist eine Haushaltsdusche. Und es ist auch der Hersteller für diese Duschtür. Kermi ist einer, der also auch im Hausbau sehr oft verwendet wird. Cool. Also ich hatte mal, mein erstes Fahrzeug war ein Tabat Doppelachser Wohnwagen. Du kommst ja auch, glaube ich, vom Wohnwagen irgendwann mal, oder? Irgendwann. Genau so ist es. Und das Mischelement war so fürchterlich. Ja, das musste ich direkt mal austauschen. Sag mal, wieso habt ihr keine automatische Temperatursteuerung? Oder gibt es sowas nicht? Das hat man ja auch zu Hause, so ein Thermoelement. Oder das ist eine blöde Frage? Ja, ist eine Frage, wo ich noch keine Antwort drauf habe, weil sie mir noch nicht gestellt worden ist. Also die Nachfrage ist noch nicht so groß danach. Weil ich habe einen Concorde-Besitzer, das ist das Pärchen, was in dem Fahrzeug wohnt. Ja. Vielleicht hast du das Video gesehen von den Zweien. Hab ich gesehen. Genau, und die haben tatsächlich so eine Mischbatterie mit Temperatursteuerung eingebaut, ja, weil sie nun wohnten. Ist mir nur aufgefallen, weil cool. Aber wenn jemand das wünscht, ist es ein leichtes, sowas zu installieren. Also kein Problem. Das ist überhaupt kein Thema. So, dann was ganz Tolles, wo ich ja nicht genug von kriege, ist eure Türensicherung. Bitte einmal zeigen. Da ist ein kleiner Hebel. Na klar. Und der geht hier oben. Bitte noch einmal, weil ich war nicht so schnell. Siehst du? Und das war's. Und dann hält die Tür. Ja. Ist das genial. Du musst also keinen Button oder irgendwas drücken. Das sind, glaube ich, Kleinigkeiten, die es ausmachen. Auch hier oben mit den Spaltmaßen. Hier seid ihr natürlich genau am Bereich des Machbaren. Wenn du mal kurz einsteigst, sagen wir so nett. Die Dusche ist jetzt quasi eben. Ihr habt trotzdem einen kleinen Sockel gemacht, damit das Wasser auch nicht abläuft. Genau. Dadurch ist die Dusche selber im Grunde fast bodenläufig, aber wir haben ein leichtes Gefälle zur Mitte des Abflusses. Sonst müsste man zwei Abflüsse installieren, damit ich wirklich dann, wenn ich nicht hundertprozentig gerade stehe, auch sicherstellen kann, dass das Wasser abläuft. Und das haben wir uns gespart, indem wir den in die Mitte gesetzt haben. Du bist 1,98? 1,95. 1,95, so. Plus noch 2 cm Schuhe, plus noch ungefähr 10 cm drüber. Das heißt also, wenn du auch Basketballstar bist, hier findest du dein richtiges Fahrzeug. Viele gucken ja, die gehen rein ins Fahrzeug, gucken, wie ist das Raumgefühl. Ja. Und da ist natürlich die Höhe ganz wichtig. Habt ihr Fahrzeuge, die noch höher sind wie das hier? Nee. Also das ist auch aufbaubedingt, kommen wir hier an die Grenzen. Der liegt bei 3,98 Meter. 4 Meter ist hier die maximale Höhe, die ich im Fahrzeugbau einhalten muss. Und da bin ich an der Grenze jetzt dran. Boah, ich bin so glücklich, dass du mir das Hubbett gezeigt hast, weil jetzt werde ich nämlich irgendwo mal bei einem Händler in Bayern, den ich jetzt nicht nennen möchte, ja, prahlen und werde sagen, jetzt weiß ich, wie es Hubert rauf und runter geht. Ist so, die wissen es natürlich auch. So ist es. Ich denke, die wissen es eher als ich. Ja. Ich bin aber jetzt auch glücklich, dass du mich gefragt hast danach, weil jetzt weiß ich es auch endlich. So, den Tisch kann man auch verdoppeln, der wird einfach rausgeklappt. Der hat wahrscheinlich noch so ein Unterstützungselement mit drin. Und also ein tolles Fahrzeug. Preis nochmal um die 700? Was kostet? 700.000 Euro. Gut 700. Und dann bekomme ich das hier. Und jetzt nochmal die Argumentation. Das hier ist ja quasi ein rollender Urlaubsort. Und mit dem Auto kann ich dann, ich sag mal, meinen Urlaub dort verbringen, wo ich es gerne möchte. Wenn es regnet, fahre ich woanders hin, theoretisch. Ja, na klar. Und das auf allerhöchstem Niveau. Und warum soll ich im Urlaub irgendeinen Komfort einbüßen, wenn ich ihn zu Hause auch habe? Krass. Wie lange habt ihr schon Fahrzeuge mit 12 Meter Länge? Immer schon? Oder? Die ersten mit 12 Meter Länge haben wir bereits 2013, also 2012, 2013 gebaut. Januar 2013 haben wir den ersten großen Actros in Stuttgart damals auf der Messe vorgestellt. Komm, wir gehen mal raus. Ja? Tolles Fahrzeug. Name von dem Fahrzeug, wie ist der genau? Das ist der Centurion 1160 GSI. 1160 GSI und GSI steht für? Garage Slide-Out integriert. Garage Slide-Out integriert. Die Terminologie. Nach Ende des Videos werde ich dich nie wieder fragen, was das heißt. Also 1160 GSI, da ist er, das ist der Grundriss mit Slide-Out und ja. Ich muss echt weit zurückgehen, damit ich ihn drauf kriege. Der ist schon ganz schön groß. Der ist ganz schön groß. Ist das jetzt der größte auf der Messe, den ihr habt im Moment? Den wir mitgebracht haben. Der größte, ja. Gut, ja, ich habe ja schon einen gezeigt, dass mit dem, ihr baut die ja auch so, dass man das, das Fahrhaus abkippen kann, also als, ich nenne es mal teilintegriert. Das ist ein teilintegriert, das ist auch richtig dann. Fahrhaus abkippbar letztendlich und ist dann auf 12 Meter Länge als Dreiachser auf dem 22-Tonnen-Fahrgestell.
Ja, ganz toll. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Heute besonderer Bericht am ist nicht der erste Messetag, sondern Donnerstag, den 26. August 2021, die 22er Modelle exklusiv für euch. Direkt vom Messestand mit Marketingchef und Vertriebsleiter. Markus Freitag. Ich danke dir, Markus. Ja. Und morgen ist Freitag. Du bist nicht aufgeregt, sondern ich sag mal, ihr habt die Arbeit jetzt schon hauptsächlich gemacht? Definitiv nicht mehr aufgeregt. Das ist mein 40. Caravan-Salon, den ich jetzt mitmache. Und der 40.? Der 40., ja. Du hast mit 9 Jahren schon angefangen? Nein, so früh nicht. Aber den ersten noch als reiner Messeverkäufer. Damals habe ich Wohnwagen verkauft. Ja. Letztendlich für den Betrieb meines Vaters. Und das war 1980. Krass, das heißt, du kommst da, bist quasi damit groß geworden mit Camping, oder? Ich bin damit groß geworden, ja. Ja, danke fürs Einschalten. Tschüss.